haben sich heute richtig entschieden, liebe Zuschauer. Wir melden uns heute aus der Bundesliga. Heute können wir gleich mal schauen, wie die Teams drauf sind, wer die Pause besser genutzt hat. Spieltag 1, los geht's. Heute heißt es VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Und es gibt heute ein Debüt zu feiern, Buschi. Sie haben in der Abwehr nochmal nachgelegt. Ja, und ich bin gespannt, ob das heute mit der Abstimmung bei Ihnen schon klappt. Dass er Ihnen helfen kann, das steht, denke ich, außer Frage. Sie haben sich in der Defensive verstärkt, zumindest auf dem Papier, Buschi. Ja, er wird jetzt beweisen müssen, dass er nicht nur theoretisch eine Verstärkung ist. Da sehen wir die heutige Aufstellung der Stuttgarter. Schön, Dutone, Schuss. Die Chance zur Führung. Ja, scheiße. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ja, das 2:0 kommt schon wieder. Müller. Fabian. Kostic. Rebic. Kostic, Rebic, Telefonic. Nikolai Müller. Mhm. So los, was? Nemanja Radoja. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus, da wäre fast der Ausgleich gefallen. Ja, auch nicht das Ziel. Rabiot. Juss. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Da ist die Flagge. Back. Oh ja, was ist da? Da trifft er den Ball nicht richtig und der geht dann folgerichtig weit drüber. Radoja. Jefferson. Kostic. Rebic. Da kommt der Pass. Da schickt er den Mitspieler. Marco Fabian. Gut, ich spiele mit mir auch zum Mund. Nicht das Tor. Schade, das wäre der Ausgleich gewesen. So laufen sie weiter diesem Rückstand hinterher. Pavard. Rabiot. Ach, doch. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Schönes Pressing jetzt. Martial. Ja, bestimmt. Ich muss mal den Freistoß jetzt direkt versuchen. Gute Chance jetzt natürlich bei diesem Freistoß. Ja. Das war kein Problem für Sie. Jetzt der Freistoß sicher. Salcedo. Chandler. Gut aufgepasst, da kommt der an den Ball. Drax Rebic. Nikolai Müller. Der hohe Post. Schon immer auf völlig anderen Ort, wie das ich spiele. Toller Pass. Er spielt jetzt Steinpass. Ja, vom Embolo. Ja. Embolo. Eckball. Da kommt die Ecke. Brenn Donald Embolo. Ja, kannst du immer die ganze Nummer aussprechen. Aber der Ball ist erstmal weg. Und jetzt die Chance. Doch, ein Schiess. Wieso schießt er das aber, Herr Wolfe? Gute Chance eigentlich, aber dann doch zu hoch angesetzt. Wenn ich die Taktik umgestellt habe, ist es gleich. Chandler. Nun Salcedo. Chandler. Ja, das ist ja so ein Schießstadion. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Es muss möglichst hell sein, da oben, dass ich ja nichts sehe. Marco jetzt. Rebic. So, komm, nimm den Ball. Er bekommt hier Unterstützung. Marco Fabian. Den Ball. Ist es das jetzt? Wahnsinn. Er hält ihn. Was ist da los? Die Frankfurter mit der Ecke jetzt. Die Ecke kommt. Ja, Embolo. Und da ist der Ball wieder weg. Guter Pass. Steil gespielt. Gute Idee. Ja, hast du gerade auf den Goal schießen. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Ja. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Jetzt muss ein tolles Zuspiel. Den spielt er steil. Oh, weg. Jetzt kommt der Schuss.
super gehalten. Ui, was für eine Parade. Wahnsinn, wie er den noch hält. Jetzt kommt die Ecke. Martial, ist es das? Ja. Da kann er klären, gut aufgepasst. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler schießt er ihn rein. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Das ist eine Katastrophe, was die Leute machen. Da passt er auf, Ball geklärt. Ja, nie zu dem Wölle. Chandler. Hi. Marco jetzt. So ein Kästchen, so am Arsch. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Ja. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Müller. Knappe Pausenführung. Meter. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Die zweite Hälfte läuft. Und das war vor der Pause richtig gut. Ein tolles Fußballspiel. Kostic. Ja, sie warten ganz geduldig Mannschaft auf ihre Chance. Vielleicht müssen gut sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Luci Tödemann. Ecke für Eintracht Frankfurt. Ecke kommt. Ja. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nicht. Boah, der nicht rein. Was ist da los? Der Abwurf nicht gut. Geht ins Aus. Giku. Rebic. Ja, hat er mir nicht mal den Ball gehabt. Hier sehen wir den nächsten Gegner der Eintracht eingeblendet. Klasse Pass. Gut in den Lauf gespielt. Ja. Boah, ist denn das gesehen? Gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. So, Ecke. Jones. Ja. Den Ball hat er. Ganz ich habe keine Ahnung, was sie machen. Das ist ja ein komisches Urspiel. Jefferson. Radoja. Marco jetzt. Hör ich doch auch nicht auf, mit mir gerade zum Hausspielen. Sein neuer Verein heißt Schalke 04. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Chandler. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Und jetzt die Chance. Aber sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. War der Geburt gewesen. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Radoja. Das war kein Problem, war nicht da. Rebic. Nur wie ist jetzt mit der Walle weg, ne? Da kommt der Pass. Da schickt er den Mitspieler. Er zieht jetzt ab. Geht's plötzlich. Trifft er, ja, drin, Tor. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Ich mache immer alles richtig. Da haben wir jetzt einen weiteren Gegentreffer für Sie. Und jetzt können Sie wohl nur noch ein Ziel haben, Buschin. Genau, und das heißt Schadensbegrenzung. Irgendwie müssen Sie den Fuß wieder reinbekommen in dieses Spiel, damit es nicht noch übler ausgeht. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Das war jetzt noch nicht ihr Spiel. Also bis hierhin. Die Eintracht scheint alles auf die Offensive setzen zu wollen. Okay, jetzt könnte es... Das ist jetzt seine Chance. Hugo. Und er schießt. Und der VfB mit dem Tor. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Jetzt auf, ja. Nun Salcedo. Ja, Hondolo, du Hure.
Im Moment hat er ein unglaubliches Selbstvertrauen. Nicht wirklich überraschend, Wolf. So gut, wie die letzten Spiele gelaufen sind. Schönes Zuspiel. Klasse! Und nun ein Schuss. Ja. Da hat er kaum was gestimmt. Ball geht weit vorbei. Abhaken. Ist die Werte? Ja, der haut nicht. Radoja. Chico. Jefferson. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Rebic. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Der andere war versteckt. Jetzt sind sie am Ball. So, kommt ihm der Ball weg. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Nein, die kann er mehr. Da wäre jetzt Platz. Doch, kommt ihm nicht. Sehr guter Einsatz. Jetzt können sie vielleicht kontern. Ein wenig ist die Luft raus. Ja, was mache ich? Der Spielstand ist eindeutig und so warten hier beide Mannschaften auf den Abpfiff. Jefferson. Kostic. Immer fehl. Ganz was? Klar, da muss er Freistoß pfeifen. Es gibt eine Auswechslung bei Eintracht Frankfurt. Ah, da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem auch taktisch aussieht. Bam! Da ist die Chance. Ja, der kennen Versuch sie. Aus der Distanz. Das war knapp. Wenn da das Tor fällt, dürfen sie sich nicht beschweren. Ich beschwere mich, wenn ich will. Eine Minute noch. Rebic, Berardi. Auf außen ist jetzt Platz. Ich muss dich verarschen, ich muss Schuss hat. So. So, das ist der Schlusspfiff, das Spiel ist. Da lutsch ich mir die Hürde weiter, Mann. Erst mal trainieren. September, Weber. Nein. Ja, der Controller kommt man nicht jetzt rausnehmen. Transferangebot nicht, aber kaufe ich nicht. So weiter. Kopatsch. Den verkaufe ich. Ja, ja, einfach annehmen. Irgendeinen hilft mir das schon. Weiter. So. Ah, sind wir da? Oh, Transferding. Stillstand geändert, geändert. Geht aus. 100 Millionen. Ein anderer September kaufen. Gibt's das so gut auf dem Markt? 58 Millionen. Das ist 32 Millionen. Und dann geht es wieder. 33 Millionen. Geht doch. Die Frage sollen oder sollen er nicht? Na ja, komm, scheiß drauf. Halt genug Kohle. Gib noch mehr. Vier Jahre. Sehen die Hause.
80. Gegenangebot, Bonus entfernen, das. 73, gut. Welcome to my team. So. Ganz viel wird heute von Kevin Campbell abhängen. Sein erstes Spiel im neuen Trikot, eine mit Spannung erwartete Premiere. Gleich geht's los hier. Wolf Huss ist hier, hallo! Neben mir sitzt wie immer mein geschätzter Kollege Frank Hohmann. Und ich freue mich auf ein hoffentlich spannendes Spiel. Heute heißt es VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg. Da sehen wir die heutige Aufstellung der Stuttgarter. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Schauen wir uns mal Ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Im Mittelfeld erhoffen Sie sich von ihm frische Impulse. Da schauen wir mal besonders drauf heute. Das Zeug hat er, Wolf. Drücken wir ihm die Daumen, dass das Debüt funktioniert. In der Abwehr haben Sie Handlungsbedarf gesehen. Deshalb jetzt auch dieser Transfer. Ein interessanter Spieler, wie ich finde. Der müsste Ihnen Stabilität geben. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Wird's jetzt gefährlich? Ja, das wird klar. Könnte die Führung werden. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Lass. Ja, du bist jetzt nur der Stapel. Vogt. Wolfsburg kommt über den Flügel. Sie versuchen es flach. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Warum haben sie den? Rot, stopp. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Nein, schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Arnold. Ball bei Schweinsteiger. Felix Klaus. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Enes Ünal. Ein Tipp. Enes Ünal. Da trifft er den Ball nicht richtig und der geht dann folgerichtig weit rüber. Sind die Ünal kauft doch, du heilige Maria. Die Spinnen, die Wolfsburger. Oh, schön, Schinkel. Chance zur Führung. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Wie falsche Knopf, er gedruckt. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. So liegt er am dritten Boden aus. Klostermann. Okay, ja. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Das gibt einen Einwurf. Sonst nur eine. Der Schweinsteiger Ball. Ja. Der Angriff ist erstmal vorbei. Lauf. Sie verlieren den Ball. Schön. Super Aktion, tolle Technik. Foul. Da passt er nicht auf, nicht gut. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Nein, Bro. Jetzt gibt die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Der Torhüter dirigiert seine Mauer, das könnte jetzt gefährlich werden. Ja, gerade so. Er bleibt da ganz ruhig und kann den Freistoß abwehren. Und da hat er gar kein Problem mit. Über die Torauslinie, Ecke. Gute Aktion, gut geklärt. Arnold. Klostermann. Felix Klaus. Wolfsburg kommt über den Flügel. Hi.
Nimm doch dem den Ball weg. Schweinsteiger. Maximilian Arnold. Der Schweinsteiger. Kevin Vogt. Ja, das war ein schwacher Pass, aber haben wir noch. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt der Schuss. Tschö. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Bastian Schweinsteiger. Maximilian Arnold. Scheinbar alles im Griff. 2-0. Meter. Jetzt geht's los mit Durchgang 2. Wolfsburg hat angestoßen. Und das ist der Ballverlust. Arnold. Kampel. Yannick Gerhard. Ein Tipp. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Klasse Zuspiel. Ah. Der Ball kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt können sie einwerfen. Wird da eine Chance draus? Ja, wieso stehst du nicht frei? Da passt der Gegner auf, aber der Einwurf muss auch anders kommen. Er schießt. Gut, aber er hat den Schuss. Zu hoch an, der geht rüber. Und da ist der nächste Gegner. Toller Pass. Er schießt. Nein. Was für eine Aktion. Ah, so gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Nein. Schwache Aktion. Ballverlust. Nicht so will. Also sein nächster Arbeitgeber ist ja nun bekannt. Er geht zu den Bayern. Das. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Ne, glaube es nicht. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Die Gäste werden wechseln. Auf dem Flügel kommt der Ballbesitz. Hey, was mache ich? Schweinsteiger! Das war. Auswechsel, ich möchte ja nicht mehr. Ich lerne noch rein. Aber lassen wir die rein, bringen wir. Was er beide schon. Der Torwart gut, den Ball hat er. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Sie warten schön, ganz geduldig schön, auf ihre Chance. Schön, vielleicht yes. Müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Den Ball kann er klären. Nein, hat der Kopf gedrückt. Da kommt die Hereingabe. Da können sie erstmal klären. Er versucht. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. So negativ gerade meine Jugendspieler, gell? Noch sind hier 20 Minuten Schlafen schon nicht schlecht. Aber etwas. Und jetzt die Chance. Ja, das ist ein Bubi-Schuss. Er ist noch heiß. Knapp prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Das war natürlich viel Pech bei diesem Alu-Treffer gerade. Und nun das Schuss. Ist nicht. Das wird hier Ecke geben. Die Ecke kommt. Dann nimmst. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. Das war nix, da war viel mehr drin. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Nein, wieso läuft er nicht? Was ist da drin gewesen? Ja, wenn ich nicht viel kann, so komische Goal kann man machen. Und hier nochmal das unglückliche Eigentor.
Was wieder mal gesehen? Ich meine, das sieht aus. Ja, Eigentor. Eigentore sind immer ein bisschen kurios. Dieses hier auch. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Ja, das ist nicht Schweinsteiger. Gute Aktion. Ball raus. Jetzt will er neue Akzente setzen. Es gibt den Doppelwechsel. Jetzt schießt er. Ja, da war er. Such es Wachsen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Das geht nicht. Den Ball holt er sich. Er versucht's. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Ja, was machst du? Wolfsburg kommt über den Flügel. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Mali. Ball bei Schweinsteiger. Das ja, bestimmt! Schweinsteiger! Ja, genau! Gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Oh, tief ab. Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. So, das ist der Schlusspfiff. So. Da was gemacht. Der so. Da. So, dann das Speichern. Das Fifi. Speichern. Das Fifi. Löschen. Dann trainieren wir dich noch einmal. So.